Tada! Wir sind auf dem Weg zum P1 Caravan Center. Genau. Wer ist das? Dreimal dürft ihr raten. Ja, dreimal dürft ihr raten. Das ist ein Bekannter, guter Bekannter, den wir jetzt zufällig des Weges getroffen haben. Servus, Danik. Servus, hi. Servus miteinander. Wir haben den Verbrauchertipp des Tages und da blenden wir mal voll auf Sascha von Wir sind Camper. Du hast eine coole Sache für Streaming, mobiles Internet, weil da geht es ja immer um Datenvolumen. Ah ja, dann kann ich nur einen Tatort gucken, dann sind die Handyverträge so teuer. Du hast mir was erzählt schon vor 3 Tagen und wir wollten schon die ganze Zeit abfilmen. Die ganze Zeit schon mal aufnehmen, ja. Was hast denn du? Was ich echt gefunden habe und was ich super cool finde, ist diese Freenet Funk. Wir wissen es alle nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, Karte. Und zwar, die kannst du auch nur über eine App ordern. Und dann bezahlst du 1 Euro pro Tag für unlimitiertes Datenvolumen. Bam. Total der Hammer. Und du kannst es täglich kündigen. Du kannst es aber auch täglich pausieren. Das heißt, du schließt das ab. Es wird tagesgenau immer abgerechnet über PayPal. Und wenn du sagst, du brauchst es jetzt nicht, machst du entweder Pause. Dann läuft die Pause 2 Wochen. Und nach 2 Wochen geht ihr einfach hin und sagt, okay, Pause wiederholen. Dann habt ihr halt 1 Euro den einen Tag bezahlt. Und dann läuft die Pause weiter und wenn ihr es braucht, einfach aktivieren und dann, wie gesagt, 1 Euro einen Tag unlimitiertes Datenvolumen. Machst du alles online, shoppst du einmal, lässt du wegbuchen, gut. Total super. Es geht, wird halt immer über dein PayPal-Konto abgebucht, es ist total klasse. Unlimited, das ist der Hammer. Da zahle ich jetzt momentan mehr mit Mobilfunkvertrag und allem zusammen als diese Option. Das Einzige, was halt ist, es geht momentan noch nur in Deutschland. Die arbeiten wohl offiziell dran, dass es auch Roaming geben soll. Aber es tut sich was, das ist eine Alternative. Total. Danik, das bleibt so, weil du stehst bei mir so im Telefonbuch, das nützt nichts. Ich habe einmal gesagt, hier ist Danik und seitdem bin ich Danik. Willst du verraten, was du für ein Auto gekauft hast? Ja, will ich, gerne, auch ich wenn es so wahnsinnig lange ist. Jetzt ist es hier in Bildform. Ich bin zutiefst erschüttert, aber einen Westfalia Columbus 641e. Modell dank 2020. Dank der vielen guten YouTube-Videos. Jetzt, vom Sascha. Du hast ihn auch abgefilmt. Ich? Ja. Gott sei Dank aber auch ganz ausführlich und ganz klasse. Vor der Auslieferung, ich kann mich genau erinnern an das Video. Und unser Fan VWN hat ihn dann nochmal vertieft und auf seine Art präsentiert. Markus, sei gegrüßt von uns. Absolut, ja. Geiler Typ, ist so. Ja, ohne euch, beziehungsweise die Videos, die ihr dreht, hat man diese Details nicht. Du hast eine andere Einsicht. Du kannst. Und jetzt gerade getroffen und jetzt habe ich von der Mobilfunkkarte gehört. Ja. Das ist richtig gut, auch zum Business-Camp. Du wirst ja auch ein Streamer werden oder willst du dir noch eine Schüssel aufs Dach legen? Business-Camping? Nein, es wird alles gestreamt. Also ich werde mir keine Schüssel aufs Dach legen. Ja. Auch kein Fernseher. Das kommt immer mehr, deswegen angesprochen. Und ich möchte ihn auch während der Arbeit nutzen, mal Homeoffice im Camper machen. Deswegen ist das mit der Karte auf jeden Fall die kostengünstigste Variante im Moment in Deutschland, die es gibt. Das Ganze funktioniert zwar im O2-Netz, aber auch das ist mittlerweile wirklich gut. Also es wird Mal zu Mal besser. Ne? Wir haben hier auf dem P1 auch erlebt, es gibt Leute mit Vodafone beispielsweise, die haben geflucht, weil, die kommen doch hier aus der Nähe. Ja, muss es doch besser gehen dann. Es muss doch besser gehen und es ging aber nicht. Ja, so wie mit dem Wein, den trinkst du am besten in Baden-Württemberg. Ich habe mir gerade volle Netzabdeckung versprochen. Ja, richtig. Super Nummer. Der Gigacube. Ja, super. Und, wie gesagt, es ist auch immer eine Auslastungsfrage, aber je nachdem, wo du bist. Also ich bin damit total zufrieden. Ich lade hier mit die Videos hoch, kann da zwischendurch auch mal irgendwas streamen, selber gucken. Und nicht dauernd schauen, oh Mann, kostet wieder und so. Jeder kennt es, glaube ich. Du guckst 5 Minuten irgendwo Internet, Fernsehen oder irgendwas und dann guckst du drauf, Mist, Datenvolumen weg. Nicht nur das Datenvolumen, auch die Speicherkarte ist gleich weg. Ich möchte keinem erzählen, was ich heute schon wieder hier auf die Kamera gehauen habe. Also wir müssen uns leider verabschieden. Wir haben jetzt noch genau 30 Sekunden. Will noch irgendjemand irgendwem was mitteilen? Wir hoffen, dass dein Auto möglichst schnell kommt. Ja, das hoffe ich. Unfallfrei. Auch. Nicht jetzt bis zum Transport, sondern erst, wenn du es bekommst. Und dann auch nicht. Und wir haben eine schöne Zeit hier. Für dich war es informativ. Du bist das erste Mal am Caravan-Salon gewesen. Freut euch, ich war zum ersten Mal da, bin total geflasht. Das wollte man natürlich nochmal hören. Dass die Community so groß ist. Ist cool, gell? Es sind unglaublich viele Autos, viel Informationen. Und es bringt jeden weiter und das Feedback ist das Wichtige. Deswegen auch nochmal gut, dass es euch gibt, weil eben die Details, die kleinen Sachen raus. 5, 4. 3. Mach das mal so rum. 2, 1, shit, Ende. Ciao, au.